Als nächstes noch einen, oha, noch einen von der Atommafia. Der ist Lehrer für Physik, unser Simeon Preuß. Ja, genau, von der Atommafia. Als Lehrer verdient man natürlich nicht genügend, da muss man sich von der Atommafia sponsern lassen. Also, was haben wir hier Schönes? Gut, zunächst mal zu mir. Ich bin Ex-Atomkraftgegner. Ich war wirklich total anti. Mir haben die Dinge Angst gemacht. Ich habe immer Albträume gehabt, dass Philippsburg mal hochgeht und wir umziehen müssen. Und Tschernobyl und Atommüll und tralala. Ich verstehe die Ängste alle. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, so als ich mehr über Physik gelernt habe, ich war immer ein guter Physikschüler, habe es dann auch studiert, unterrichte es ja jetzt auch, irgendwas passt da teilweise nicht zusammen. Und ich habe hier eine Broschüre mitgebracht von der Anti-Atom-Mafia-Lobby. Man muss es wirklich so sagen, es wird immer dargestellt als ein Kampf von David gegen Goliath. Die Antis sind Goliath. Die haben ein Budget von 1 Million Euro pro Jahr und damit bringen die Desinformation und das Volk wunderschöne Broschüren. Irrweg in der Klimakrise, warum Atomkraft keine Antwort auf den Klimawandel ist. Kostenlos, kann man sich zu hunderten Stück besorgen, haben wir gemacht und mal reingeschaut. Wir hätten sogar welche da, aber wir haben auch eine bessere Broschüre inzwischen. Also wenn Sie sich so eine Anti-Broschüre mitnehmen, nehmen Sie mal unsere Broschüre mit, einfach mal zum Vergleichen, wer die besseren Argumente hat. Also, ich würde jetzt einfach mal die Anti-Atom-Argumente der Reihe nach durchgehen. Und ich werde die Frage stellen, was wäre eigentlich, wenn Atomkraft nicht nur klimaneutral wäre, sondern gleichzeitig auch grün und erneuerbar? Wie würde man dann argumentieren? Also natürlich sagen die Atomkraftgegner, nein, Atomkraft ist keineswegs klimaneutral, denn ja, da, da. Also was? Hier steht, das ganze Ausmaß des Klimaschadens durch Atomkraft ist heute noch gar nicht absehbar. Ja. Weil, warum ist das so? Ja, bei der Urangewinnung kommen fossile Brennstoffe zum Einsatz. Ja, das stimmt. Und wie werden Solarmodule hergestellt? Wachsen die auf Bäumen oder was? Wie werden Windräder hergestellt? Kommen da keine fossilen Brennstoffe zum Einsatz oder was? Solarmodule werden in China hergestellt mit chinesischem Kohlestrom. Deswegen sind sie auch nicht ganz klimaneutral. Ist das ein Problem? Nein. Das ist einfach das dümmste Anti-Atom-Argument der Welt. Es ist eine unglaubliche Nebelkerze in dieser Klimadiskussion, die zu zünden und Verwirrung zu stiften. Fakt ist, der Weltklimarat sagt es auch, Kernenergie ist eine nahezu klimaneutrale Energiequelle. Sie ist von der Bilanz besser als die Solarenergie. Das ist kein Vorteil, aber das ist einfach der Ist-Zustand. Und ein kleines bisschen schlechter als die Windenergie. So, Zwickmühle, was machen wir nun? Naja, auf jeden Fall, eine Sache wollte ich noch sagen. Hier listen Sie auf, die Atomkraftgegner, wie viel CO2 wird frei mit Braunkohle? Das sind 1214 Gramm pro Kilowattstunde, Steinkohle katastrophal. Biogas, Kraft-Wärme-Kopplung 141 Gramm pro Kilowattstunde, Atomkraftwerk, Druckwasserreaktor 104. Ist jetzt plötzlich Biomasse keine Lösung mehr für den Klimawandel oder was? Also. Ich weiß auch nicht. Also der Wert des IPCC ist 12 Gramm pro Kilowattstunde. Und die Lösung ist einfach die, hey, wir müssen die Urangewinnung mit CO2-neutralen Energiequellen betreiben und dann ist es klimaneutral. Genauso kann man natürlich auch Solarmodule mit Solarenergie herstellen und dann ist auch das klimaneutral. Fakt ist leider, 85% der Weltenergie sind fossile Brennstoffe und deswegen verirrt sich auch bei den klimaneutralen Energiequellen immer ein bisschen in die Bilanz. Kein Problem. So, also haben wir das geklärt. Kernkraft ist klimaneutral. Erstes Argument, Atomkraft ist zu schwach. Ja, weil Atomenergie macht 2% des Weltenergiebedarfs aus. Um den restlichen Energiebedarf nur aus Atomstrom zu decken, müsste man zehntausende Kernkraftwerke bauen. Ja, und jedes Kernkraftwerk liefert so viel wie 1000 neue Windräder oder 2800 alte Windräder. Wenn man 10.000 mal 1000 nimmt, dann ist es auch ziemlich aufwendig. Es ist leider so, dass wir bei der Energierevolution ganz am Anfang stehen. Wir haben noch nicht mal wirklich angefangen. Die fossilen Brennstoffe legen von Jahr zu Jahr zu. Wir verlieren das Wettrennen.
Und jetzt fangen wir an. Wir haben wirklich noch den Nerv zu sagen, die Klimakrise ist die größte Krise, die wir je hatten, aber die Atomkraftwerke, die brauchen wir nicht. Ja, was liefern diese letzten 6 Atomkraftwerke? Sie liefern so viel wie jedes zweite Windrad in Deutschland oder 120% der Solarenergie. Also das ist im Grunde so, wie wenn Firma Müller auf den Hof fährt, sagt, ja, hier sind wir mit den Solarmodulen, können wir anfangen, die aufs Dach zu schrauben? Nö, da ist die Mülltonne, Deckel auf, Solarmodul rein, Deckel zu. Es ist so, als ob wir 120% der Solarenergie verschrotten. Das ist die Klimabilanz. Und wir bauen sogar neue Erdgaskraftwerke. Irsching 6 ist notwendig, damit nach der Abschaltung von Isar 2 und Gundremmingen der Strom nicht ausgeht. Außerdem ist die Kernenergie weltweit vor der Windenergie, vor der Solarenergie, ein bisschen nach der Wasserkraft. Und was ist die Lösung? Naja, wir müssen ausbauen. Der Weltklimarat sagt, Kernenergie plus 500% sollte man machen. Atomkraft ist ein Auslaufmodell. Der globale Atompark ist überaltert. Seine Reaktoren sind im Durchschnitt älter als 30 Jahre und haben somit ein kritisches Alter erreicht. Viele Meiler stehen kurz vor Ende der auf maximal 40 Jahre ausgelegten Betriebsdauer. Ja, wenn Kernenergie nicht nur klimaneutral, sondern auch grün und erneuerbar wäre, würde man so argumentieren. Nein, es ist keine Maximallaufzeit. 40 Jahre ist quasi die Garantiezeit. In den USA werden Laufzeitverlängerungen für 80 Jahre schon bewilligt. Und ja, Wind- und Solarenergie ist auch toll, das brauchen wir auch. Aber nach 20 bis 30 Jahren sind die Dinger schrottreif. Vielleicht sind es deswegen die Erneuerbaren, weil man die danach immer wieder austauschen muss. Also unsere Kernkraftwerke, die haben noch nicht mal Halbzeit. Wenn wir das machen, was die USA macht, dann könnten wir die Kernkraftwerke bis über 2050 betreiben. Ich find's einfach den Gipfel der Heuchelei, der Kernenergie die Schuld für den Erfolg des eigenen Anti-Atom-Lobbyismus zu geben. Atomkraft ist zu langsam, weil da wird ein Kernkraftwerk gebaut in Flamanville, hat 12 Jahre Verspätung, ist wirklich eine Katastrophe, ist sehr, sehr ärgerlich. Hätte schon längst am Netz sein sollen, aber wenn Kernenergie nicht nur klimaneutral, sondern auch grün und erneuerbar wäre, würde man ja so argumentieren. Leider haben wir einiges an Expertise verloren. Übrigens, dieses Kernkraftwerk, was dort gebaut wird mit der Verzögerung, das haben die Chinesen später angefangen zu bauen, schon längst am Netz, Bauzeit 8 Jahre. Frankreich und Schweden, Atomkraft ist zu langsam, Frankreich und Schweden, die waren mit ihrer Atomenergiewende nach 15 Jahren fertig. Wir machen 20 Jahre Energiewende, wir sind noch nicht mal mehr als 50%. Also Kernkraft hat weltweit den Ausbaugeschwindigkeitsrekord. Ja, es dauert, bis ein Kernkraftwerk fertig ist, aber wenn es dann fertig ist, ist es wirklich ein dicker Brocken, der da ans Netz geht. Und wenn wir es wirklich schnell haben wollen, ja, dann müssen wir Reaktorfabriken bauen, so wie Flugzeugwerften, wo die Dinger vom Fließband laufen. Dann müssen wir uns halt einfach anstrengen, dass wir jeden Tag ein Kernkraftwerk weltweit in Betrieb nehmen. Ich meine, es ist Klimakrise, oder nicht? Atomkraft ist nicht wettbewerbsfähig, ja, ist unrentabel, angeblich die teuerste Energiequelle der Welt. Wenn Kernenergie nicht nur klimaneutral, sondern auch grün und erneuerbar wäre, dann würde man sagen, ja, schauen wir doch einfach mal, wie haben es die Erneuerbaren gemacht? Solarenergie hat mit 50 Cent pro Kilowattstunde gestartet. Warum sind die billig geworden? Ja, weil wir viel davon gebaut haben, weil es einen Lerneffekt gab, Serienproduktion. Man muss sich auch echt mal anschauen, wie Kernenergie schlecht gerechnet wird. Greenpeace Energy hat eine Studie in Auftrag gegeben, da wird drauf gerechnet, dass CO2-Zertifikate von Kohlekraftwerken bezahlt werden müssen, weil Kernkraftwerke sind ja klimaneutral und das sind dann irgendwie Kosten, die werden der Kernenergie angerechnet. Forschungskosten für Grundlagenforschung, das hat mit Stromerzeugung gar nichts zu tun. Oder man hat gesagt, hey, wir wissen nicht so genau, was sind die externen Kosten von Kernenergie, also nehmen wir mal die teuerste die Energiequelle mit den teuersten externen Kosten, also die Braunkohle. Also man erfüllt da irgendeinen Kostensatz, einen externen Kosten, weil man keine Daten hat. Und ausgerechnet die Braunkohle, die externen Kosten der Braunkohle kommen dadurch zustande, dass sie Luftverschmutzung macht. Kernenergie macht keine Luftverschmutzung. Übrigens, Greenpeace hat vor 10 Jahren mal gesagt,
Kosten der Atomenergie 304 Milliarden Euro. Jetzt haben es die Erneuerbaren geknackt. Wir sind jetzt bald bei 500 Milliarden Euro. Also musste nachgelegt werden auf 1000 Milliarden Euro. Ja, das ist mein Lieblingsargument. Zweitdümmstes Anti-Atom-Argument der Welt. Stromnetzverstopfung. Atomenergie ist nicht kompatibel mit erneuerbaren Energien, weil die können ja immer durchlaufen. Und es ist ja doof, wenn dann viel Wind- und Solarstrom da ist, weil dann braucht man den ja nicht. Ja, was würde man denn sagen, wenn Kernenergie nicht nur klimaneutral, sondern auch grün und erneuerbar wäre? Man würde sagen, hey super, dann haben wir einfach häufig Überschussstrom, den wir nicht ins Netz einspeisen müssen. Kann man super toll Wasserstoff mitmachen, ist klimaneutral, fantastische Sache. Wer würde auf die Idee kommen zu fordern, dass ein Laufwasserkraftwerk runterregeln muss, damit Wind und Sonne einspeisen können? Ein Hirnfurz sondersgleichen. Atomkraft ist nicht unerschöpflich, ja klar, nichts ist unerschöpflich. Der Wasserstoff in der Sonne ist auch nicht unerschöpflich. In 500 Millionen Jahren wird die Sonne so heiß werden, dass auf der Welt kein Leben mehr möglich ist. In den Weltmeeren schwimmen mehrere Milliarden Tonnen Uran. Und es gibt die Technik, dieses Uran zu fördern. Es gibt die Technik, das Uran 100-mal effizienter zu nutzen, als wir es bisher tun. Allein im Atommüll steckt genügend Energie, um Deutschland für tausende Jahre mit Energie zu versorgen. Und wenn das Uran aufgebraucht ist, können wir auch mit Thorium noch weitermachen. Ist dreimal häufiger als Uran. Es reicht auf jeden Fall aus. Atomkraft ist umweltschädlich, weil beim Abbau des Rohstoffs Uran radioaktive Stäube entstehen, die beim Abbau und der Aufbereitung des Urans entstehen, genau, verseucht breite Landstriche und Gewässer. Ja, das wäre jetzt natürlich ein Widerspruch zu grün und erneuerbar, aber wenn Kernenergie grün und erneuerbar, würden wir sagen, hey Leute, wir müssen einfach hier ein bisschen vergleichen und reden wie Erwachsene, ganz im Ernst. Erneuerbare sind auch nicht hundertprozentig grün. Wenn man sich das anschaut, dass wir in Indonesien Wälder abholzen lassen, damit da Biosprit hergestellt wird, dass irgendwelche Grünen sich hier mit einem guten Gewissen den Tank voll machen können, weil 10% Biosprit drin ist. Da gibt es einen tollen Clip auf YouTube, wo ein Orang-Utan gegen eine Baggerschaufel kämpft, weil sein Wald abgeholzt wird. Das ist ein Selbstbetrug, den wir hier betreiben. Das ist unglaublich. Wenn man sich den Flächenbedarf von Biomasse anschaut, ungefähr 1000, 2000 Quadratkilometer, um ein Kernkraftwerk zu ersetzen. Da könnte aufgeforstet werden. Und Urangewinnung, ja, in Afrika ist es nicht sonderlich gut gemacht, aber muss es so sein? Schlecht gemacht ist immer ein Mist. Windenergie in der Mongolei ist mit massiven Menschenrechtsverletzungen verbunden. Da ist ein Giftschlackensee, das ist unglaublich bei der Rohstoffgewinnung. Es ist einfach nicht alles so schwarz-weiß. Ja, Atomkraft ist nicht anpassungsfähig. Die AKW-Abwässer haben eine Temperatur von bis zu 33 Grad Celsius und heizen Flüsse regelrecht auf. Um ein Umkippen und Fischsterben zu verhindern, muss man die abregeln. Und Frankreich muss im Sommer regelmäßig Strom abregeln, weil AKW eben die Flüsse aufheizen. Ja, wenn Kernenergie grün und erneuerbar, würde man sagen, ja, der Produktionsausfall ist klein. Er beträgt während der Hitzeperiode ungefähr 5% in Frankreich. Seit 2000 gerechnet 0,1%. Und das ist doch eigentlich etwas, was die Solarenergie locker füllen sollte, weil im Sommer natürlich die Solarproduktion besonders kräftig ist. Also Solarenergie und Kernenergie ist in diesem Punkt einfach ein Dreamteam. Und wenn es wirklich ein Problem wäre, könnte man es technisch lösen. Man könnte Luftkühlung machen, das kennen wir vom Computer, da ist der Lüfter. Der Computer braucht keine Wasserkühlung. Man könnte im Ruhrgebiet die Grubenwässer nehmen, wie es die Braunkohlekraftwerke gerade machen. Man könnte Kernkraftwerke am Meer bauen, da gibt es genügend Kühlwasser. Nächstes Argument, Atomkraft ist zu gefährlich. Ein einzelner Unfall ist in der Lage, großflächige Gebiete mit einem Schlag unbewohnbar zu machen. Ja, wenn Kernenergie grün und erneuerbar wäre, müssten wir sagen, ja Leute, keine Energiequelle ist ohne Nachteil. Ein einzelner Staudammbruch kann schon mal bis zu 200.000 Menschen bringen. Schwemmt alles weg, auch unbewohnbar. Wenn wir den Klimawandel nicht eingedämmt bekommen, wie viel wird dann unbewohnbar sein? Wenn der Meeresspiegel, wie viele davor warnen, tatsächlich um 8 Meter steigt,
wie viel Gebiet ist dann unbewohnbar? Also ganz ehrlich, haben wir jetzt Klimakrise oder nicht? Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das kann es doch echt nicht sein. Lieber neue Erdgaskraftwerke. Atomkraft ist ein Kriegslieferant. Zuerst war die militärische Nutzung, dann die zivile. Wenn Atomkraftgegner verstehen würden, dass Kernenergie nicht nur klimaneutral, sondern auch grün und erneuerbar ist. Und ich glaube, ich habe es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wo wirklich die grünen Stärken der Kernenergie sind. Es ist der geringe Flächenbedarf, es ist der winzige Rohstoffbedarf. Auf jeden Fall, wie würde man dann argumentieren? Man würde sagen, ja, Energie führt zu Wohlstand, Wohlstand führt zu Frieden. Umgekehrt, Energiemangel führt zu Armut, Armut führt zu Krieg. Und worum wird immer Krieg geführt oder häufig? Um Öl. Ja, Öl braucht man halt, wenn man zu wenig Kernenergie hat. Und die beste Methode, um die Atomsprengköpfe, die es bereits gibt, wieder loszuwerden, wäre, sie in einem geeigneten Atomreaktor in Strom umzuwandeln. Schwerter zu Pflugscharen. Atommüll gefährdet kommende Generationen, weil es sind unvorstellbar lange Zeiträume, über die man den Atommüll sicher von der Biosphäre abschirmen muss. Die Grünen in Finnland argumentieren inzwischen ganz anders. Die sagen, Atommüll hat den Vorteil, dass wir gigantische Mengen Alternativmüll vermeiden. Atommüll hat den Vorteil, dass er so winzig ist, dass man ihn sehr gut von der Biosphäre abschirmen kann. Kohlekraftwerke entsorgen ihren Müll in der Atmosphäre. Ein Menschenleben Atommüll passt in eine Hand. Also dafür einen Behälter zu bauen, sollte doch eigentlich möglich sein. Und wenn die langen Zeiträume wirklich das Problem sind, wir haben gerade gehört, das Volumen ist nicht das Problem. Die langen Zeiträume sind es eventuell. Übrigens, ich twittere recht viel und bin da schon mit Leuten von der Endlagerkommission aneinander geraten. Die sehen nicht das Problem in der langen Lagerdauer. Das ist technisch möglich, sagen die. Die sehen das Problem darin, dass wenn wir ein Endlager haben, gibt es ja keinen Grund mehr auszusteigen. Und das wollen die halt nicht. Wenn also wirklich diese langen Zeiträume das Problem sind, dann haben wir leider eine Zwickmühle. Denn, wir haben es gehört von unserem Atommüllmann, die Lösung für dieses Zeitproblem ist Kernenergie, ja. Wir müssen dann die langlebigen Brennstoffe in Reaktoren in kurzlebige Spaltprodukte umwandeln. Wenn wir das gut machen, dann reicht ein Endlager für 300 Jahre. Dann reicht es auch vielleicht als bewachtes Zwischenlager. Nach 300 Jahren ist es dann nämlich so gefährlich, wie das Uran am Anfang war. Ja, also wenn die Atomkraftgegner sagen, diese Papierreaktoren, die gibt es noch nicht. Die Entwicklung ist wirklich sehr weit. Es gibt Reaktoren, die schon laufen, die wirklich sehr, sehr nah dran sind. Und wenn das Zeitproblem echt ist, dann bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als sie zur Serienreife zu bringen. Und in der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, konzentrieren wir uns auf die Klimakrise und lassen die Kernkraftwerke weiterlaufen. Wie gesagt, es wäre so, als ob wir nicht 120% der Solarenergie verschrotten. Es wäre so, als ob wir nicht jedes zweite Windrad abreißen. So, genug geredet. Das ist die Broschüre der Atomkraftgegner. Inzwischen haben wir geantwortet. Nehmt euch einfach beide mit, wenn es euch interessiert. Und danke fürs Zuhören.